Ja, herzlich willkommen zu einem neuen TBTV Shortcut. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Bold Action. Und zwar ist das neue Erweiterungsbuch Duell in the Sun für Bold Action erschienen. Es geht hier um die afrikanische und italienische Kampagne und ist somit auch das letzte Kampagnenbuch eigentlich. Wir haben jetzt alle Abschnitte oder alle Kriegsabschnitte behandelt. Und jetzt zu guter Letzt folgt jetzt noch die afrikanische und italienische Kampagne. Es ist auch das dickste Buch. Also wir haben hier 136 Seiten. Das hat noch nicht mal Ostfront oder Normandie geschafft. Und das Buch ist wirklich wieder pickepacke voll mit reichlich Informationen. Wir haben hier jede Menge neue Szenarien. Wir haben hier wieder jede Menge neue Sonderregeln entsprechend auf den Konflikt. Wir haben neue Einheitentypen, wir haben ein paar spezifische Listen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. So, Bold Action Duel in the Sun. Ja, wie gesagt, ist das einer der dicksten Bände. So, wir haben hier erstmal das strukturierte Inhaltsverzeichnis, wie in jedem Erweiterungsband. Und die ersten Seiten befassen sich eigentlich mit dem Flufftext, beziehungsweise was ist eigentlich passiert, warum, wieso, weshalb, wer war daran beteiligt. So, es geht los mit der italienischen Kampagne. Hier haben wir nochmal Erklärung zu den italienischen Einheiten, welche dort aus den Armies of Italy zum Beispiel verwendet werden dürfen. So, und hier geht es jetzt auch schon los mit den ersten Kampagnen. Wir haben hier auf jeden Fall jede Menge neue Sonderregeln für die verschiedenen Einheiten in diesem Buch. Aber die auch nur spezifisch auf die verschiedenen oder entsprechenden Listen zugeschnitten sind. Und dann haben wir auch schon hier das erste Szenario. Auch in diesem Buch sind wieder richtig tolle Szenarien drin. Wir haben in den letzten Wochen ja auch mehrfach Szenarien aus den Kampagnenbücher gespielt und das ist auf jeden Fall eine super Alternative zu den 6 Missionen, die im Grundregelwerk enthalten sind. Und die machen echt Spaß und auch wenn sie manchmal nicht so wirklich ausbalanciert sind, ist es aber gerade der Reiz an diesen ganzen Szenarien, die hier in diesen Erweiterungsbänden drin sind. So, wir haben hier Regeln für Free French, Long Range Desert Group. Wie gesagt, alles was in Afrika enthalten ist, hat man hier auch berücksichtigt. The Indian Army, wir haben hier weitere Fahrzeuge für die Italiener. Hier geht es jetzt weiter mit Griechenland und Kreta. Das ist ein kleiner Abschnitt, der behandelt wird. Auch hier haben wir weitere Szenarien. Dann haben wir auch hier wieder Additional Units. Hier zum Beispiel die Maori Infanterie. Wir haben hier wieder die Special Character drinne. Hier zum Beispiel, das war eine Sonderminiatur, die ich glaube bei dem Britenbuch damals dabei war. Hier haben wir eine komplette deutsche Fallschirmjägerliste. Die wurde aber, glaube ich, neulich auch mal als PDF schon auf Warlord Games veröffentlicht. Das heißt, wir können hier eine reine deutsche Fallschirmjägerliste spielen. So, hier geht es dann los mit Afrika. Auch hier wieder richtig viele tolle, schöne Bilder drin. Viel auch von Perry Miniatures. Auch hier haben wir wieder einen großen Abschnitt mit der Geschichte, was da eigentlich passiert ist und warum. Und hier geht es auch schon wieder los. Hier haben wir jede Menge Sonderregeln. Die jetzt alle vorzulesen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ist es super, dass in diesen ganzen Erweiterungsbänden noch erweiterte Sonderregeln mit drin sind, die man verwenden kann, aber nicht nehmen muss. Das macht das Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen interessanter und gibt noch ein bisschen mehr Tiefe. Dann haben wir hier wieder ein weiteres Szenario. Das ist ja immer so ein bisschen aufgebaut. Wir haben halt mehrere Szenarien durch das ganze Buch gezogen. Hier geht's weiter. So, auch hier haben wir wieder Additional Units, die SAS Infantry Squad. Auch die wurde ja schon veröffentlicht, aber es ist super, man fasst das jetzt halt alles in die ganzen Bücher mit ein. Hier haben wir noch einen Legends of Britain, also noch ein Held. Hier haben wir noch weitere Fahrzeuge für die Briten und auch für die Deutschen, zum Beispiel den Lorraine Schlepper oder das Sonder-Kfz 263. Oder auch Sonder-Kfz 6/3 Diane.
So, hier haben wir die Ramke-Brigade. Auch haben wir hier Legends of Germany, den General der Fallschirmtruppen Ramke. Auch den kann man als Held spielen. So, weiter geht's. Operation Torch in Tunesia. Auch hier wirklich tolles Bildmaterial wieder drin enthalten. Also ich würde was sagen, es ist, glaube ich, mit so eins der schönsten auch. So, hier geht es weiter mit Szenarien. Hier kommen jetzt auch die Amerikaner wieder mit ins Spiel. Das war ja auch so quasi ja, der Kriegseintritt für die Amerikaner damals in Afrika. Das heißt, wir können hier auch nur Inexperienced Amerikaner spielen. Also da haben wir noch keine Veteranen, die wir auswählen können. Auch hier wieder ein schönes Szenario. Wir haben hier noch jede Menge neue Geländearten mit enthalten. Auch das wird hinten im Buch nochmal erklärt. So hier zum Beispiel Highland Area. Und das wird hinten im Buch nochmal erklärt. So, wir sind bei Szenario 10. Also es sind wieder richtig viele Szenarien drin. So, hier, das finde ich auch ganz spannend, hier haben wir zum Beispiel die Hermann-Göring-Division. Die kann man jetzt auch tatsächlich spielen. Ja, was ist der Vorteil einer Hermann-Göring-Division? Man kann zwei Flak-Auswahlen mit hinzufügen. Also das heißt, ich kann ein Sonder-Kfz-7 als normale Pflichtauswahl spielen. Und wenn ich die Hermann-Göring-Division spiele, kann ich ein zusätzliches Sonder-Kfz-7 zum Beispiel mitnehmen. Oder halt auch eine stationäre 2 cm Flak als Standardauswahl. Und eine weitere 2 cm Flak darf ich dann mitnehmen. Das finde ich ganz cool. Und wir können hier auch alle Flak-Weapons rerollen. Also wir können also alle Waffen, die die Sonderregel Flak haben, können wir ja, die Trefferwürfe wiederholen. Das ist auch auf jeden Fall eine Liste, die ich werde. Also wir haben ja bald das Early War Turnier und ich hätte mir schon gedacht, dass ich afrikanische Fallschirmjäger, deutsche Fallschirmjäger spielen werde in Form der Hermann-Göring-Division. Mal gucken. So, Invasion auf Sizilien. Gustav Lein. Hier haben wir noch einen Helden, Otto Scorzini. Auch den gab es ja als Sonderminiatur. Aber lässt sich natürlich auch mit jeder anderen Miniatur darstellen. Monte Cassino. Hier wieder jede Menge Special Rules. Bridgehead. Bridgehead haben wir neulich gespielt. Allerdings aus dem Ostfront-Szenario. Und noch eins, wir sind jetzt bei Szenario 14. So, hier haben wir noch ein Legends of the United States. Hier können wir den Charles Commando Kelly spielen. Ja, als Bonus gibt er plus 4 Moral und kostet nur plus 30 Punkte. Kann man machen. Und er darf sogar eine BAR tragen. Für plus 30 Punkte kann man das ruhig mal machen. So, Szenario 15, Szenario 16. Wir haben Szenario 17. Wir haben hier noch ja, Naval Gunfire ist mit enthalten. Hier haben wir nochmal jetzt Additional Units. Wir haben hier nochmal den Veteran Infantry Squad der Amerikaner. Wir haben das M29 Wiesel. Hier haben wir für die Italiener die Fallschirmjäger. Dann noch eine Semovente 7534. So, hier ist nochmal die Erklärung. Multinational Forces. Das heißt, wir können auch kombinierte Armeen spielen. Das heißt, wir können die Deutschen mit den Italienern kombinieren oder die Briten mit den Franzosen. So, Desert Warfare. Hier wird erklärt, wie spiele ich eigentlich Krieg in der Wüste. Hier wird nochmal verschiedenes Gelände erklärt. Wir haben verschiedene Sonderregeln wie Sand oder dass es extrem heiß ist. Wir haben Staub. Und wir haben ein Weather Effect Table. Das heißt, hier können wir würfeln, was passiert. Was haben wir? Zum Beispiel einen Sandsturm. Also es gibt hier wieder jede Menge Sachen, die man in sein eigenes Spiel mit einbringen kann und natürlich auch in den Szenarien als Sonderregeln gelten.
Hier gibt es weitere Sonderregeln, die haben wir aber schon in den anderen Büchern, wie Foxholes, Trenches und Gunpits. Das heißt, man kann sich eingraben und solche Geschichten. Das hatten wir aber schon im Ostfront-Buch, also das ist nichts Neues, das wurde jetzt nur nochmal mit eingefügt, wer das andere Buch halt nicht hat. Dann haben wir hier Paratroopers Combat Jump, das heißt, wir können hier auch mit den Fallschirmjägern abspringen. Ich weiß gar nicht, ob das auch im Normandie-Buch mit drin war, aber hier haben wir es auch nochmal komplett erklärt. Haben auch nochmal die, hierzu gibt es zum Beispiel ein komplettes Glider Landing Reinforced Platoon von den Amerikanern. Ist auch nochmal komplett aufgeführt, was man da mitnehmen darf. Und hier ist auch nochmal die entsprechenden Regeln für die Abweichung zum Beispiel oder was passiert mit den Einheiten. Nightfighting haben wir seit dem ersten Erweiterungsbuch. Das wurde hier auch noch nur nochmal zusammengefasst. Ja, hier haben wir nochmal die Minenfeldregeln. Auch die sind ja in den anderen Büchern enthalten. Aber ich finde es immer ganz gut, dann man muss sich nicht die anderen Bücher kaufen, um halt auch auf diese Alternativregeln zurückgreifen zu können, sondern es wurde einfach nochmal mit hinten rangehängt. Das finde ich ganz gut. So, hier haben wir noch spezielle Sonderregeln für die Fahrzeuge, zum Beispiel Limited Fuel Supply, also das heißt, sie haben einfach wenig Sprit. Oder Captured Enemy Vehicles, das heißt, wir können auch gekaperte Fahrzeuge verwenden. Hier haben wir nochmal die Erklärung für Amphibious Assaults, also quasi Landungen. Und hier haben wir nochmal einen Mudge and Frostbite Wettertable. Den haben wir im Ostfront-Buch auch gehabt und auch wurde hier nochmal mit eingefasst. Ja, Duel in the Sun, ein wirklich tolles Erweiterungsbuch. Ich hatte mich wirklich sehr auf dieses Buch gefreut. Wurde auch nicht enttäuscht, dadurch, dass halt wirklich wieder viele, viele Szenarien drin enthalten sind. Und jede Menge neue Sonderregeln zu den entsprechenden Wetterbedingungen und. Finde ich das Buch wirklich sehr, sehr gelungen. Wirklich tolle Grafiken sind drin. Wir haben neue Einheiten noch dazu bekommen. Gut, vieles kannte man schon, weil einiges wirklich schon veröffentlicht worden ist durch PDFs oder Erratas. Aber einiges hat noch gefehlt und die sind hier auch in diesem Buch jetzt enthalten. Ja, nun sind wir eigentlich fertig mit Bolt Action. Es sind alle Kriegsschauplätze behandelt worden. Gut, hier sind wieder jede Menge neue Szenarien drin. Bis man die durchgespielt hat, dauert es wirklich lange. Und wenn man wirklich alle Szenarien aus allen Erweiterungsbüchern nimmt, hat man da wirklich viel zu spielen. Einige Szenarien, bedarf ein bisschen Aufwendung, weil vielleicht entsprechendes Gelände gebaut werden muss oder einige Einheiten einfach dazu gebraucht werden. Ja, aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Angekündigt wurde ja jetzt quasi noch so ein Wired, so eine Wired-Geschichte, quasi 1946 aufwärts mit Zombies und so weiter. Das passt jetzt nicht ganz so in diesen historischen Bereich, aber ist natürlich auch als Erweiterung zu sehen. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ansonsten bin ich sehr neugierig, was Warlord Games jetzt, wie sie weiter vorgehen. Bei Flames of War war es auch so, dass irgendwann ja Schluss war und jetzt quasi mit Team Yankee begonnen wurde. Denke ich mal, wird der nächste Schritt eine zweite Edition von Bolt Action sein. Eine zweite Edition von Bolt Action wird es definitiv geben, das habe ich auch schon soweit erfahren. Allerdings ist dort noch nichts soweit geschrieben. Ich denke mal, in diesem Jahr können wir mit einer zweiten Edition noch nicht rechnen, frühestens im nächsten Jahr. Es gibt aber schon so einige Ideen, die wohl auch von der Community gewünscht worden sind und auch dort mit umgesetzt werden, sprich Maschinengewehr oder auch die HE, der HE-Beschuss, Recce-Fahrzeuge, solche Geschichten werden definitiv ein Thema sein in der zweiten Edition. Ja, das war's zu Duel in the Sun. Schaut euch das Buch mal an. Also wer sich für die Afrika-Kampagne interessiert, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall besorgen. Es ist wirklich toll geworden. Erhältlich bei eurem Tabletop-Händler des Vertrauens oder direkt bei Warlord Games. Ja, das war's zu Duel in the Sun. Wir sehen uns beim nächsten Shortcut. Reingehauen.